Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier und herzlich willkommen zu meinem zu meiner Geburtsjahrgangsfolge. Und zwar Folge Nummer 1989. Na gut, die 19 lassen wir weg. Oh Gott. Drei Ladungen Schleim gerade im Hals gehabt, ey. Ja, wir haben einen neuen Gast mit dabei, ist aber vollkommen egal, weil eh nur einer von den beiden redet. Und. Nein, es reden beide. Jetzt reden beide? Jonas? Ja, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Big Chigga J Jonas und wen haben wir noch da? Patrick? Ja. Patrick? Ja, wie immer halt, ne? Ja. Also, Patrick oder vielleicht kennt ihr ihn noch vom Jonas Block Battle als MCZ und Big Chigga J Jonas sind jetzt mit dabei. Übrigens, bevor jetzt mich abonnieren, was drunter schreiben, das ist kein Scheiß, ihr seid wirklich die vom JPB, ne? Wie sie da nichts sagen, weißt du? Da können wir so geil jetzt die Abonnenten verarschen, weißt du? Und keiner sagt was. Also sie sind schon, ja, auf jeden Fall und bla und tö. Nichts. Ich war doch SpongeBoss eigentlich. Ja, du warst, aber dann hast du gesagt, nee, soll ich jemand anderes aus San Diego machen? Ich mach jetzt lieber Big J. Nee, mach jetzt lieber hier MCZ. Wesentlich stressfreier. So, ich mach meine Scheune heute fertig. Oder was heißt fertig, aber auf jeden Fall weiter. Ja, Jonas baut bei uns ein Schiff. Ich kann ja hier irgendwie was einblenden oder so, was er uns eingeschickt hat. Machst du eh nicht. Doch, wenn ich es nicht vergesse, mach ich das. Und dann werden wir mal schauen, wie lange er braucht. Plätzchen wird er auch schon länger gefunden, als wir bis jetzt für Let's Play gebraucht haben. Ja, das wird bestimmt ein bisschen dauern, ne, was er da vorhat. Ich denke nicht, dass er in diesem Part hier fertig wird, oder? Oder Jonas? Keiner redet mit dir, bitte. Keiner hat dich lieb, keiner hat dich lieb. Pitbull kommt aus Tschernobyl. Kick ihn einfach, kick ihn. Soll ich ficken? Hört ihr mich schon wieder nicht, oder was? Doch, jetzt. Doch, jetzt. Er redet. Ey, ich hab doch die ganze Zeit geredet. Hä? Es lebt. Die wollen dich nur ärgern. Siehst du, Steffi, es gibt tatsächlich welche in diesem Let's Play, die noch weniger reden als du. Gut, ne? Solche brauchen wir auch. Ja. Ein Herz für Zuhälter. Ich hoffe, es bleibt jetzt erstmal Tag. Meistens so für 8 Minuten, Stefan, dann wird's Nacht. Ja, leider hat das ja nicht so ganz funktioniert. Was denn? Mit dem Plugin. Achso. Boah, verdammt, du blöde Spinne, geh mich auf den Sack. Ja, Huni, mach ihn tot, mach ihn tot. Jetzt kommen natürlich die Abonnenten und sagen, was für ein Plugin. Ja, wir wollten machen, dass Tag länger dauert als Nacht, aber das Plugin war nicht mehr up to date. Voll doof. Wir wollten so 20 Minuten Tag, 8 Minuten Nacht oder so machen, aber es hat nicht funktioniert. Wow! What? Oh Gott! Oh Gott! Herzinfarkt! Herzinfarkt! Oh Gott! Du kannst mich auch beim Vornamen. Oh. Ich bin da nicht so. Schwede, ey. Leute, ich bin gerade gestorben, oh Gott. Ich tauche hier durch so einen Fluss im Dschungel und auf einmal sehe ich, ey, da ist irgendwie eine Höhle unterm Wasser, weißt du? Also was heißt eine Höhle, aber zumindest, dass es da irgendwie so ein bisschen unter Wasser lang geht so. Ich tauche da runter und auf einmal, nach dem Motto, like a motherfucker, fall erstmal einen halben Kilometer tief, weißt du? Und ich denke mir so, fuck, und dann war da unten echt so ein bisschen Wasser, was meinen Sturz gebremst hat, ey. Ich hab grad was ganz anderes gedacht, ey. So. Ich dachte, ich geh drauf. War schon so bei Vater Unser so gedanklich, weißt du, und dann. So, das haben wir schon mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier drüben noch. Da muss ich feststellen, dass das Kackspiel immer noch keine Herausforderung für mich ist. Still no match for Semtex. Was war das? Er findet einfach mein Monsterspoiler. Hey! Nein, den habe ich offiziell gesucht. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier weiter rausgehe, das ist Scheim, kleines da. Nee, das ist blöd. Ich soll irgendwann zum Leuchtturm gehen, haben die in den Kommentaren geschrieben, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Was für ein Leuchtturm? Okay, ich weiß auch nicht was. Ich weiß nichts von dem Leuchtturm. Ich auch nicht.
sich einer reingehackt und einen Leuchtturm gebaut oder was? Die doch Assis unter den Abonnenten, Alter, ehrlich. Den Scheiß macht man noch nicht, Leute. Na, lang muss ich. So, so und so. Jetzt baut er mir hier einen Cobblestone-Klotz hin. Mann, habe ich wieder viele Kisten am Start. Oh, wie ich es vermisst habe, mit Effizienz zu hacken, ne? Oh, was ist denn los mit den Zombies und Viechern und Spinnen und alles? Was soll denn sein? Nicht mehr feierlich, alles voll. So, dann wollen wir mal. Haben wir hier so eine Doppeltür? Oh, wir brauchen einige Türen. Das wird zu eng, oder? So. So eng, das kannst du weiten. Und dann musst du es weiten. Reiß das Loch auseinander. Und wenn es reißt, dann weißt du Bescheid, sie schreit. Vielleicht nochmal Songwriter, ja? Das ist auf jeden Fall ein Talent. Talent ist definitiv vorhanden, das muss ich auch sagen. Diamanten! Diamanten, 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 Diamanten! Musst du sowas sagen, dann krieg ich wieder in den Kommentaren zu lesen, ja, Pitbull, geh doch da mit. Hat wieder Diamanten gefunden und du bist hier in deiner scheiß Scheune am Start. Voll die hässliche Kackscheune, Alter, muss ich auch sagen. Jetzt Maul. Ich sag Pitbull immer wieder, ich so, Pitbull, Mann. Hör doch auf, ständig zu bauen. Geh doch mal mit. Hab doch mal ein bisschen Spaß. Und immer nein. Ich will, dass die Leute sich langweilen. Das ist mein Ziel. Das ist mein Zweck, Simplex. Ich nutze die Leute aus. Ich will, dass sie vor Langeweile sterben. Ich will, dass sie da liegen und weinen und flennen, weil du keine Diamanten farmst. Dann klaue ich einfach bitte Simplex heimlich welche aus der Kiste. Hoffe, dass das ein Partner nicht sieht. Und dann scheiß drauf, Alter. Also ich reite nie wieder mit meinem Pferd los, das schwöre ich euch. Wieso? Warum? Wolltest dich bespringen? Wäre ohne Pferd 100 Mal schon da gewesen. Weil die scheiß Bäume überall im Weg sind. Dann reite doch nicht durch den Wald mit deinem Pferd. Ja, es ist aber leider überall Wald hier. Das stimmt nicht, auf zu lügen. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, wird es wieder dunkel? Leck mich am Arsch. Leck mich am Oka. Mann, seid ihr heute wieder ruhig? Ja, ich bin am Bauen. Ist immer so, wenn ich am Bauen bin. Ich bin nicht ruhig. Ich bin die das Chaos in Person. La 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 la. Ich strip meine und hab dabei so viel Spaß und Pitbull ist nicht mit und baut eine hässliche Brücke und die Abonnenten schleimen sich ein und sagen, die Brücke soll bleiben. Alle haben keine Ahnung und Brücke ist trotzdem hässlich. Und wisst ihr was? Ich reiß sie ab. Bitte, reiß sie ab. Ich reiß sie ab. So I can lauf auf Water. Ich reiß sie ab, denn Pitbulls Brücke stinkt. Die Brücke stinkt. Ist hier ein Stimmungsmacher am Start, ey. Muss ja irgendeiner hier machen, ne? Ja. Bude hier am Leben halten. Wollt ihr schlafen gehen? Ich bin in der Höhle, ich hab kein Bett dabei, also fickt euch selber. Hey. And why? Cause fuck you, that's why. Da, 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 da. Ich bin ein einsamer kleiner Minenboy und laufe durch die Mine. Nur mal so ein kleiner Tipp, wenn wir ein paar hundert wirklich den Enderdrachen töten wollen, ne?
Ja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der eine Dia-Rüstung und so am Start hat. Ich glaube, wo ich meine Dia-Rüstung herhole. Ihr könnt ja gerne mit Lederrüstung auf das Vieh losgehen. Vorbereitung mache ich noch dafür, keine Ahnung. Und wenn ich 60 Dias zur Deko mitschleppe und ihm die an den Kopf schmeiße, aber ich richte die nicht ab. Mach hier Fallspitzen raus, Alter. Ich habe vorhin schon offscreen 20 Diamanten an Dorfbewohner verschwendet, um mir ein paar Smaragde zu kaufen. Hat er echt gemacht jetzt, ohne Scheiß. Aber dafür habe ich auch schon 12 Stück wieder hier in der Höhle gefunden. Bei Achmed verkauft jetzt XP-Fläschchen. Finde ich ganz cool. Ja, wenn man eh nie aus dem Dorf kommt, freut man sich darüber. Ja. So, du brauchst jetzt kein Lasso mehr, du kannst doch hier... Ja, jawohl. Sehr schön. Semtex? Nee, es ist meiner. Ist es Timo gewesen? Das war Timo, gell? Semtex, such dir mal ein Gehege aus für deine Leone. Namen vergessen. Ja, mache ich gleich. Ich muss eben gleich zurück zum Dorf kommen. Timo hat schon ein Gehege. Ich will ganz vorne links. Ganz vorne links willst du? Okay. Ich bin vorne rechts. Mache wieder ganz vorne links was klar, auf jeden Fall. Steffi, willst du auch hier einziehen mit deinem... Was heißt Nein. Du? Ich meine nur dein Ferdi. Ja, stimmt, ich will auch da einziehen im Pferdestall, Alter. Ich meine ihr Ferdi. Komm, wir haben dich beleidigt, Stefanie, ne? Und du sagst nichts dazu. Mann, das hab ich falsch ausgedrückt. Nee, war schon richtig. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr denkt, ihr seid so 100.000 Meter von allem weg, wo ihr jemals gefarmt habt und findet dann einen alten Farmgang von euch? War du Bastard! Hab ich gemacht? Creeper! Nein, ich baue hier gerade alles so schön und der Creeper denkt sich so, ey, nee, nicht mit mir. Jetzt muss ich mein Pferd auch noch festbinden, sonst haut er noch ab. Ey, nein! Jetzt ein riesen Loch in die Decke gesprengt, der Pisser. Scheiße, ne? Ja, aber richtig scheiße. Mein Hund und hat Timo hat auch noch getötet. Nee. Ich habe mir auch mal überlegt, warum habe ich meinen Pony eigentlich Leona genannt und nicht Hikarim? Ich weiß es nicht. Mach wieder eine Holzdecke, ist mich. Oh, jetzt werfe ich das auch noch runter, ich Vollidiot. Scheiß Creeper-Fotze. Denkt auch, ich habe so viel Heu. Ich mach's wieder. Boom. Was macht rechts? Boom? Creeper. So. Muss auch können. Scheiße, hier so schön einen Zaun gebaut und so. Kapuchka. Direkt ich muss ja kurz im Mülleimer laufen. Ich hab sie gefunden. Bin ich natürlich an einer äußerst doofen Zeit hier angekommen. So, meine Frage ist, was macht Timo jetzt da drüben? Ist er da drüber gejumpt oder was der Dreck sagt? Full AP. Timo? Du sollst nicht da oben chillen, das sieht voll kacke aus. Du sollst unten chillen. Komm runter. Genau, jetzt gehst du hier wieder ein bisschen wieder rein. Und hier bleibst du drin. Ich versuch's noch einmal ohne Lasso. Wenn ich sehe, dass du da rüber jumpst, dann muss ich es leider abmachen, ne? Will Timo mich verarschen? Chill doch einfach da unten. Vielleicht kommt wieder ein Creeper, ey. Ich kann's. Timo, raste aus, ey. Okay, es wird doch nicht überirdisch, es wird alles doch noch unterirdisch. Warum? Warum? Wenn ich es überirdisch machen würde, würde es genau bei Jennys Haus rauskommen. Achso, okay. Das ist nicht cool. Stimmt doch nicht. Obwohl, da kann man in Jennys Haus reingehen und auf den Knopf drücken und Level 30 werden. Theoretisch. Das ist doch cool. Creeper, links, rechts. Finde ich nicht so dolle. Wo ist denn der Spawner bei Jennys Haus? Ey, ich links daneben, rechts daneben, mittendrin davor. Ich hab hier einen Creeper-Skin, gell? Der, daneben. Also ein Creeper, der eine Maske von Dave anhat. Sieht auch so aus wie eine Maske, also mit Schnur umrum und so. Ich dachte, im ersten Moment dachte ich echt, dass so ein Spieler das wäre.
Verdammte Scheiße. Wieso habe ich so Skins? Neben dem Haus von Jenny? Links, daneben irgendwo. Können wir nicht schlafen gehen? Hier sind voll viele Undercover-Assassinen-Creeper, die schon zu mir gucken. Und eine Spinne, die meint cool zu sein. Kommen wir, machen wir. Warte mal, ich komme mal kurz in eine Stadt. Wenn da ein Villager-Zombie ist, ne, weißt du Bescheid. Wollen wir schlafen? Ja, genau, ich muss nämlich noch was erklären zu den Villager-Zombies. Wusstest du eigentlich, dass du manche Zombies zu richtigen Dorfbewohnern wieder zurückverwandeln kannst? Das wusste ich schon seit der Beta. Nein, wusste ich noch nicht. Und zwar ist das ganz easy, du musst einen Trank der Schwäche auf die anwenden und denen dann einen goldenen Apfel geben. Und die erkennst du an der komischen Nase, ja, dann wären das hier normale Dorfbewohner. Richtig cooler Trick. Kennen voll wenige nur. Wollte ich dir mal sagen, Pitboy. Für die Leute, die es nicht wissen, das habe ich ihm nämlich vor der Aufnahme gesagt. Ja, Pitboy hat uns das vorhin erklärt. Da meinte Pitboy, ja, erklär mir es gleich mal nochmal im Let's Play. Da können wir es den Leuten so ein bisschen zeigen und so. Und jetzt verkaufe ich es gerade als meine Idee. Ah. Ey, ich brauche noch Holzdinger. Zaun habe ich, brauche Türen, ne? Türen. Oh, ich habe voll Angst vor Creeper, wollen wir nicht schlafen gehen oder was? Ich bin schon im Bett. Wenn nicht. Warte, ich log aus, wenn alle im Bett sind. Captain Müffel hat das Spiel verlassen. Steffi, bist du im Bett? Ja. Steffi redet nicht mehr mit uns. Die redet nicht. Aber ich habe auch gerade ihren Vater hier rund auf dem Rift, vielleicht redest du mit dem gerade kurz was. Ich weiß nicht, ob die jetzt im Bett ist oder nicht, ne? Ich bin jetzt einfach mal im Bett. Ich hoffe mal, dass sie im Bett ist. Mach Kick. Kick sie, kick sie. Kick sie! Kannst du selber machen. Kick? Na, ja? Klar. Ich kann Leute kicken. Ja. Da fahre ich jetzt eine 85. Komm, mach ich wieder was erreichen. Jetzt hast du ihm was gesagt. Wird nicht Tag, ne? Nein. Dann warten wir einfach, bis es Tag wird. Es wird nämlich gerade hell draußen, ihr Nasen. Ich bleib im Bett. Ich schlafe erstmal richtig. Ich streck mich noch ein bisschen. Ah. Creeper gucken, Creeper gucken. Ey, Timo. Da muss ich was anderes machen, ne? Vielleicht muss ich das höher machen oder so. Das sieht dann wieder scheiße aus. Timo, du hast selber so zuzuschreiben, ne? Wird dich halt anbinden, Timo. Komm her. Warte, kein Villager-Zombie. So, Timo, zack. Selber schuld. Geh da rein, Timo. So. Ja, Sebastian, dann such dir was Schönes aus. Nimm dann Ferdinand mit. Ja, ganz vorne links. Das kannst du ruhig im Ring. Aha. Die Scheune ist verflucht. Da stelle ich mein Pferd nicht rein, Alter. Im Leben stelle ich da mein Pony nicht rein. Ich wollte das nämlich noch behalten, weißt du? Nein. Ich habe das nämlich lieb und so. Bin ich so wie du, will mein Pony umbringen, um die Versicherung abzukassieren oder sowas? Ja, ich könnte kotzen. Ich stell dir vor, du wärst eine Versicherungsagentur in Minecraft. Ja, wir haben Creeper-Schäden an 28 Häusern. Ich glaube, wir sollten aufhören, Creeper-Versicherung auszugeben. Das ist bestimmt ein Zeichen, dass Leona hier nicht rein darf. Leona soll da rein. Komm, Leona, zeig ihm, wie du da rein sollst. Ja, bloß, ich hab schon mein ganzes Euter verbraucht. Ich könnte kotzen gerne. Nee, das kann aber nicht sein. Ich hab da voll viel davon. Du bist wunderschön. Leona. Leona, bleibst du da drin, Ure? Du musst sie festbinden. Die ist festgebunden, aber die will hier durch die fehlende Glaswand rausgehen. Die Fotze, jetzt brauchst du wieder Glas dafür, ey. Okay, hab ich hier. Sehr schön. Gut. Ich halt sie gerade schon im Zaum. Ich bestech sie mit meiner geilen Möhre. Oh ja, Leona. Oh, Leona, komm. Die Möhre gefällt dir doch, ja. Du bist wieder ganz. Leona, ich hab noch eine Möhre für dich. Hey, Süße, bleib mal stehen. Ja. Guck mal, was Timo da macht, dieser blöde Drecksack. Leona. Timo!
Bleib ohne. Hier ist noch, hier fehlt noch ein Block im Boden. Oh ja. Ja, ich hab keine. Ich hab keine. Leona! Leona, du geile Sau, ja. Ich mach mal so, zack. Geh mal hoch. Na komm, fähr dein Leckmuschi, Alter. Geh mal hoch, Wichser. Komm, ich mach's hier so, vorerst. Das war ich nicht. So, jetzt mach ich hier noch so ein. So, passt doch, ne? Hast Leona möchte gerne Strohboden haben. Ja, haben wir noch nicht. Musst du chillen. Zum Kotzen. Du machst dich überall auf. Ja, weil da noch keine Tiere drin sind. Ich mach nur zu, wo was drin ist. Was machst du da? Leona kriegt einen größeren Stall. Na, jetzt hör mal auf, wir werden doch alles voller Tiere machen, Simtex. Überall. Ja, aber noch ist doch keiner da. Ja, du kannst ja rausgehen. Noch kann Leona noch ihre Freiheit genießen. Ja, die können. Leona, du hast ein Loch in der Decke. Sag das. Das ist ein Mangel in der Mietwohnung. Sag, du zahlst jetzt weniger Miete, Leona. Sag es ihm. Es regnet durch ihr Dach. Sie friert. Sie friert, Petboy. Sie friert. Ich baue es doch schon zu. Oh. Ich möchte gerne einen fähigen Vermieter haben. Wieso machst du jetzt noch einen Block kaputt? Falsch gebaut. Pitbull. So, läuft doch. Leona, es tut mir so leid. Ich hab nur so ein bisschen Schweinefleisch, das magst du nur so gerne. Leona, komm. Du bist echt frisst das, Schweinefleisch, Leona, frisst das Schweinefleisch. Ja, das ist lecker. Sag, da liegen Treppenstufen in deinem Gehege, du fühlst dich nicht sauber, Leona. Leona, fress das jetzt. Das ist gesund. Das enthält viele Vitamine, Leona. Fleischvitamine. Genau, wir nehmen einfach von hier Blöcke mit, Leona. Das ist eine gute Idee. Bist du am Arsch, dein Text, gell? Was? Du bist echt am Arsch. Mach das da wieder hin. Ich mach das da hin, warte. Dahin, wo es hingehört. Nämlich in den Stall, den du schon vermietet hast, an mein Pferd. Kriegst du den halbfertigen Stall, Leona, ne? Sowas aber nicht. Nicht mit uns, Leona, ne? Nein. Leona, wieso machst du den Block da falsch rum hin? Du bist doch doof, Leona. Leona. Du bist doch bekloppt, bist du doch. Du machst mich verrückt. Verrückt machst du mich, Leona. Verrückt machst du mich. Na, guck mal hier. Na, da. Ja, komm. Mach Holz hin. Weißt du, kennst du den Film Big Daddy? Der Junge pisst auf den Boden. Komm, leg Zeitung rüber, weißt du? Hat keiner gesehen. Ist gar nicht da. Ich kann es doch reparieren. Hühnchen! Aber sonst geht's dir gut, ja? Steffi ist wieder da. Hühnchen, komm her, lauf in das Loch, Hühnchen, lauf in das Loch! Der Text ist wieder voll in seinem Element. Ist doch, okay. Hühnchen? Weg, Schaf, du hast hier nichts zu suchen. Nein, Hühnchen, nicht da lang laufen, du dummes Huhn, du Gedank! Hühnchen? Hühnchen? Du läufst jetzt hier lang, wo ich dich hinschubse. Jetzt kriegen wir beide noch richtig Ärger miteinander, du behindertes Huhn. Hühnchen! Warne dich, Hühnchen, ich schlag dich tot, wenn du hier in meine Falle läufst. Huhn. Ja, Huhn, jetzt hängst du in der Falle, ne? Huhn, hä? Was willst du, Huhn? Was willst du jetzt machen, Huhn, hä? Was willst du jetzt machen? Willst du ein Ei legen? Oh, Leo, haben wir ein Ei gelegt? Haben wir Angst? Hast du Angst, hä? Soll ich dich mit deinem eigenen Ei abschmeißen, hä? Wie gefällt dir das? Man könnte ja meinen, er ist dezent schizophren, ne? Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, Stefanie. Du redest nicht nur mit deinem Huhn, du redest auch im Namen eines Huhns. Ich rede nicht im Namen des Huhnes. Aha, haben wir es doch mal hingekriegt, den Stall auszubessern? Ja. Kann ich endlich mal meinen Pony von alleine lassen? Würde ich nicht empfehlen, der klettert da rum. Timo, guck mal, Timo, Timo, du, Timo, Timo! Timo, du Spaß. Wegen Leuten wie dir gehen Ponys wie Leona für Steuerhinterziehung in Knast.
Wieso jumpt Timo da drüber? Ich hab keinen Bock, das noch eins höher zu machen. Das sieht dann scheiße aus. Los, Leona! Okay, sieht kacke aus, wenn man es noch eins höher macht. Leona benimmt sich, ne? Ja, feine Leona. Fein. Aber den Arsch in, Alter. Leona hat einen Pferdeapfel gemacht. machst du den weg? Die hat dreckig gemacht in ihrem Stall. Stallmeister! Reinigung, danke. Dafür haben wir unsere Gäste. Was? Stirb, Schaf, ich töte dich mit einer Feder. Wir sollten beim nächsten Mal die Verträge genauer lesen. Kennt ihr nicht die Folge von South Park, wo so die Leute zu einem Human Centipad zusammennähen? Was für ein Vertrag überhaupt? Also die AGBs von Apple nicht gelesen haben? Nein. Wieso tötest du mein Pferd? Ich hab kein Pferd getötet. Doch, hast du. Das lebt doch noch, oder? Ich bin gerade dabei. Ich mach das bei deinem Pferd auch, das weißt du, gell? Doch. Das lebt doch eindeutig, oder? Gut, ich will es sehen. An alle Abonnenten, ist das ein lebendes oder ein totes Pferd, was hier steht? Alle, die lebend gesagt haben, liegen in 3 Sekunden falsch. 1, 2. Du hast doch schon ein Pferd. Wir wollen das alles mit Pferden vollstopfen da drin. Ja, aber du hast doch schon eins. Uns gibt ja kein Recht, das zu töten. Das habe ich. Aber weißt du, dass ich das Recht habe? Ich habe das Recht, Stefanis Felder zu zertrampeln. Der hat wieder nichts zu tun, gell? Hier, nimm deine Fische. Ich hab nämlich offscreen Fische gefangen. Dann such dir die Miezekatze jetzt. Ja! Hier in der Kiste sind 32 Fische. Ich hab offscreen Fische aus dem Game Mode geholt. Fang dir die Katze. Und hol dir Katze. Wo sind Fische? Hier, da, hinter den Kisten. Nimm Fische raus und ab geht der Fisch. Katze! Nimm nicht alle, du Drecksack, gell? Katze. Ja, vielleicht brauch ich die. Katze. Wenn jetzt keiner was sagt, habe ich Angst, dann ist irgendjemand auf dem Server, der hier nicht hingehört. Das ist entweder der oder die Stumme gewesen. Vielleicht bauen die sich zusammen ein Haus des Schweigens. Ein Haus des Schweigens. Vielleicht hat mein Schwert ja auch verstummt, ich weiß es nicht. Katze, ich bin Freund, ich hab Fisch. Liebe mich! Liebe mich! Mach das, was Stefanie nie getan hat. Pony! Esel! Esel! Ja, der findet wieder Sachen, gell? Ich hab nichts gefunden vorhin. Esel! Okay, aber ich hab kein Lasso und keinen Sattel dabei und nichts. Außerdem suche ich ja Katzen und keine Esel. Hühnchen. Schafe. Noch mehr Hühnchen. Noch ein Schaf. Und gleich finde ich hier nur Creeper. Ich suche doch eine Kuh. Eine Kuh im Dschungel? Fuck, Logik, Alter. Fuck your videogame Logik. Ja, noch irgendwo Leder gehabt, oder? Da. Bei Stefanie im SM-Keller. So, was haben wir hier drin? Ein Sattel. Zack, was haben wir hier drin? Rüstung. Da ist Lasso drin. Da ein Namensschild. Toll, hab aber nur eins. Machen wir einfach noch gar nichts rein. Hier, nee, Äpfel, nee, doch, Nahrung oder so. Ich hab hier irgendwo Äpfel gehabt. Sieht das jetzt aus, ihr Süßen? Womit? Schlafen? Fragezeichen? Ich bin gerade im Dschungel. Ich wär dafür. Ich bin im Dschungel. Gehst immer bei Nacht los, gell? Nein, ich geh bei Tag los. Das wird immer so schnell nach, weil Pippo ja die Plugins nicht installiert kriegt. Ja, das ist Standard so. Ah, Pitbull, Alter. Ah. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Da
Ja, dann kein Happy Birthday nachträglich. Danke, Pitbull, die Skype-Nachricht hat mir gereicht. So, was sind für Katzen? Ja, wenn ihr im Bett liegt, dann sagt Bescheid, dann locke ich mich eben widerwillig aus. Leona ist tot, by the way. Nein. 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 Sorry, aber du hast mein Pferd abgetötet. Dein Pferd war nicht tot. Ist aber jetzt tot. War nur Spaß, bevor du jetzt alles von mir abfackelst, dein Pferd lebt noch. Alles ist gut. Bevor ich mein Haus brennen sehe, ist alles gut. Komm, lass mal schlafen gehen. Ja, erstmal gucke ich, ob es nicht so ein Pferd geht. So, das ist nicht Leona. Das ist nicht Leona. Du hast ein anderes weißes Pferd genommen, wie es Leona genannt hat, die mir den Diamantrüstung angezogen. Das ist nicht Leona. Komm, jetzt schlafen, Semtex. Die Leute sehen Black Screen, das ist nicht cool. Ich bin's Bettchen. Entschuldigung, aber das ist mein Platz. Semtex. Ich schlaf immer links. Ja. You cannot sleep monsters on. Monsters in der Nähe. So ist es Tag, warum auch immer. Ich geh mal in die Zombie-Falle mal gucken. Wir können wieder reinkommen, gell? Alle Mann, guck mal, alle hauen. Ich brauche übrigens nicht eure hochmodernen Monster-Spawner, ich habe hier meine eigene. Sam Black, ja, Monster-Spawner ist bei mir in der Scheune, ey. Hier schon wieder stackweise das verrottete Fleisch drin, ne? Echt? Wenn irgendwann mal ein Dorfbewohner kommt, der den Scheiß kauft, Alter. Da hole ich erstmal 10 Stacks mal aus dem Groß, ey. Das wäre nice, wenn jemand das kaufen möchte. Deine Leona, Leute, okay, die bezahlen Nutten dafür, dass sie in den Hals scheißen, ist verrottenes Fleisch ja noch wenigstens halbwegs nützlich gegen. Das ist eine Fledermaus am Tag, draußen! Twilight, verpiss dich! Kann mir jetzt mal einer erklären, wo dieser Zombie-Spawner ist? Oder Monster-Spawner? Nee, du machst ihn kaputt. Nein, ich will wissen, wo der ist. Neben Jennys Haus. Links oder rechts? Links. Und wo da? Das ist ein scheiß Creeper, ich mach mir... Da einfach ein Loch im Boden dann, oder wo ist der? Musst du mal Patrick und Jonas... Ja, hier, fahren. Hier, komm mit. Kann der Creeper da nicht weggehen? Da unten drinne? Ich brauch Pfeil und Bogen, ey, ohne Scheiß. Warte, whatever. Row, row, row the boat. Du. Und hier unten ist der Spawner? Nein. Wo ist er denn? Hier, bist du dran vorbeigelaufen. Ja. 1, 2, 3. So, sehr schön. Ab zu Steffi nach Hause. Zauberbuchtisch, hast du nicht gesehen? Jetzt geht's ab. Bogen rein. Level 30 rausholen. Unendlichkeit und Stärke 3, so wollen wir das. Ich habe meine Zombie-Armee beschworen! Bam. Ich bin weißt, der mächtige du da jetzt auch nicht mehr rauskommst? Was? Du weißt, dass du da nicht mehr rauskommst? Und hinten, wenn du runterfällst, bist du tot. Fast. Ich hab die Fackeln beim Spawner abgemacht, dass wir Sachen spawnen. Patrick, ich hab jetzt hier, ne, einen Pfeil mit Unendlichkeit und Stärke 3. Mhm. Zwei Schüsse und der Creeper ist weg. Ich zeig dir, wie ich hier nicht rauskomme. Ja, wenn er sich hochbaut. Man kann sein Dingens hier wieder reparieren, oder? Seinen Bogen. Oder? Wolltest du mich gerade klatschen? Nein, aber den Zombie. Was, ja? Was? Wo? Was? Ich kann das Ding wieder reparieren, oder? Meinen Bogen, wenn es kaputt ist. Mit dem Amboss. Nicht. Doch, Amboss. Ja, natürlich. Aber das kostet aber die Verzauberung ist doch dann weg, oder? Nein, die Verzauberung bleibt. Und die Verzauberung bleibt. Deswegen muss man auch mit mehr als 30 Leveln dabei gehen. Ja. Okay. Da will ich nicht runter. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Ich würde zwar überleben, aber trotzdem. Meine verzauberten Sachen. Wenn du zurückkommst, kannst du hier hochkommen. Warte. Man muss sich jetzt Nase zuhalten, Luft anhalten und tauchen. Nein, ich bin weggetrieben. Möchte gleich jemand Was denn? Mir einen Gefallen tun? Und muss, zwar, nein, muss Stefanie. Muss nicht. Nee, du nicht.
Timo, kommst du da runter? Ich rede von unseren Gästen. Timo. Mhm. Meinst du von unserem Bauslaven? Mhm. Steht das Schiff eigentlich schon? Ich müsste einmal abgeholt werden. Wo musst du abgeholt werden? Ey, wieso komme ich aus der Pfütze nicht raus? Nach Möglichkeit. Pfütze! Verdammte Hühnerkacke. Pfütze! Ist schon gut gemacht, aber... So. Sag mal, ist hier Kines. Oder mit einem Esel mit Kisten, das wäre auch gut. Hallo, Sack. Zombie. Dö. Er hat gerade den Spawner wieder angemacht und habe ich die Treppe kaputt gemacht, mit der er nach oben wollte. Und jetzt hängt er im Spawner drin mit den ganzen Zombies. Und dem tödlichen Loch, wenn er nicht aufpasst, wo er hinschwimmt. Was? Ich glaube, hier muss noch ein bisschen mehr ausgeleuchtet werden. Immer so viele Viecher. Verdammt viele Viecher. So, Timo, bleib da, ne? Leona, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Soll ich die Leine von Leona abmachen? Jawohl, mach ich. Nein! Lass sie sich doch da mal frei bewegen. Was Nein! Für ein... Nein! Drecksack. Wir möchten das nicht. Leona steht zufällig darauf, wenn sie angeleint wird. Ach, bitteschön. Timo kann da rumtouren, alles, und du lässt deine Leona. Ja, deswegen musst du bei Timo auch einen vier Blöcke hohen Zaun drumherum stellen. Mach ich bei jedem übrigens. Was scheiße aus. Leona braucht das nicht, die benimmt sich. Die benimmt sich. Ja, das ist ein anständiges Pony. Die weiß noch was über Respekt. Weil Leona ist ein Supporter-Pony. Timo ist einfach nur ein, wird von allen gehasst, Abfucker-Pony. Timo macht sich gleich unsichtbar und ich such das hier überall. Hm. Und lecker. Pfft. So, da brauchst du noch auf jeden Fall. Ich finde doch nicht eine doofe Katze hier, Mann. Nicht eine doofe Katze. Der Spawner wäre soweit fertig jetzt. Das ging ja ratzfatz, du. Und wie lange dauert das, bis ich Level 30 bin, wenn ich davor stehe? Ja, du musst da halt schon deine 10-15 Minuten stehen, ne? Was? Eigentlich noch so in Level 30, hab ich gedacht. Nee, nicht ganz. So wurde mir das Ding von Marketingabteilung dieses Servers angepriesen. Das kriegst du hin, wenn du da 10 Spawner oder was stehen hast, aber nicht bei einem. Ja, ist ja hinter. Dschungeltempel! Ja. Ja, das porte ich hier, dann siehst du das Ding. Dann geh hin und hol die 50.000 Diamanten raus. Keine 50.000 Diamanten drin. Dann sieht man, dass der Noob noch nie im Dschungeltempel war. Du warst da schon, oder was? Nee, der ist noch unbeplündert. Und die Fallen sind noch aktiv. Okay. Hoffe ich, bist du tot. Nur Gold und ein bisschen Ficke hier, Alter. Gold. Aber ich hole mir die Sticky Pistons hier raus. Ja. Wenn keiner was dagegen hat, dass ich den Spender hier auseinandernehme. Den Tempel. Schreib vorne ein Schild dran, war schon da gewesen, Simtex. Nö. Wir schon noch rausfinden. Auch einer so Redstone-Schalterbrett-Scheiß. Ja. Bring alles mit. Bring ganze Tempel mit. Hier sind tonnenweise bemooste Steine, ja, ne? Bring mit. Den Tempel dran. Nö. Doch. So. Paul, ich suche eine Katze. Weißt du, dann gehst du los, weil du einfach nur eine Katze suchst, ne? Und dann, was findest du so scheiß Dschungeltempel und so unnützen Kram? Hast immer noch keine Katze gefunden. Nein. Die sind voll selten hier, Alter. Guck mal hinter meiner Villa. Da ist auch Dschungel. Und da habe ich bin gerade schon in einem. Ich bin gerade hinter Jennys Haus, aber nicht links, sondern rechts lang. Da ist riesen Dschungelgebiet und da ist nicht eine behinderte Katze. Wie gesagt, den Tempel gefunden und so, aber keine befickte Nuttenkatze. Das ist natürlich keine doof. Hurenschlampen. Katze. Das war nur ein Sandblock. Oh. So, ein ganzer Part nur für die Scheune verschwendet. 2 Creeper explodiert. Aber dafür einen geilen Bogen. Verzaubert er. Was hast du da drauf? Stärke 3 und Unendlichkeit. Hm. Flamme wäre auch noch geil gewesen. Ja, Flamme wäre richtig cool. Aber so muss ich halt mit 2 Pässen zufrieden geben.
Plünderung ist auch geil auf Waffen. Jetzt habe ich auf dem anderen Server habe ich richtig heftig Plünderung auf einer Waffe drauf. Das ist mega geil. Weil wenn du dann so eine Zombie-Horde wegklatschst, du dann für geilen Scheiß teilweise kriegst. Kann ich mir vorstellen. Musst du dir auch vorstellen, weil du keine Waffen in Plünderung hast. Meinst du? Bist ja nicht so cool wie ich. Oder Stefanie. Auch nicht so cool. Alle nicht so cool. Alle keine Coronis. Nein, natürlich nicht. Doch, du hast Coronis, Stefanie, das weiß ich. Villager-Zombie. Hör auf zu lügen. Okay, der lügt immer. Ja. Wenn wir mal das mal dahin gehen, da ist nichts. Jetzt hab ich ihn auch getötet. Siehst du? Jetzt auch gesagt, oh, Ender Dragon, was, wo, oh, ich hab ihn getötet. Ja, Mann, eben war der noch hier. Eben war der noch hier, ja, scheiße. Einmal aus Versehen geschlagen, da war er weg. So, jetzt Alter, ihr behinderten Muschikatzen, Mann. Ich denke immer, es ist eine Katze und es ist ein Schwein, Alter. Hast du mir noch ein bisschen Fisch da gelassen, dein, gell? Natürlich nicht. Nein, hat er nicht. Was war hier? Hat er trotzdem nicht. Drecksack. Ich wollte dir gerade eine Katze besorgen. Ja, kannst du ja angeln gehen. Ja, am Arsch. Weißt du, wie das geht? Ich warte auf das Update. Außerdem, wenn du die Katze gezähmt hast, ist die ja für dich gezähmt. Ja, und ich kann sie ja bei dir zu Hause ablagern. Dann kannst du tun, als wär's deine. Kannst du tun. Wenn du die Augen zumachen, dann weißt du, was deine ist. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ist dunkel, Kinder, gehen schlafen und den Part können wir beenden. Oh, den Tag? Den Part, hab ich gesagt. Boah, der, die Stelle hier ist so cool, Alter. Sandbox will wieder umziehen. Ehrlich, Mann. Das ist voll geil hier. So, würde ich sagen, beenden wir jetzt den Part und sehen uns, wieder, Dorf sehen uns am Freitag bei mir wieder. Es geht mit jetzt hier. Blackjack und Noten. Komm, den werden wir noch hier in den Stall reinbringen. Der wurde so gequält von dir. Ich glaube, ich gebe ihm sogar gleich ein paar Äpfelchen. Komm. Keiner wird von mir gequält. Natürlich, du hast mein hier weißes Pferdchen fast getötet. Ich glaube, es geht los. Gar nicht. So, Äpfel haben wir hier. Ich will niemals was töten, was rein weiß ist. Ach, der nimmt ja nur goldene Äpfel, gell? Ach, Junge, Junge. Boah, der ist aber pingelig, ne? Jeder. Jedes Pferd. Nimm nur goldene Äpfel, ne? Komm rein. Fick dich selber. Fick dich selber. Ich glaube, ich muss Timo anbinden, gell? Der fuckt mich gut ab. Ey, ganz im Ernst, ne? Wieso finde ich in den ganzen Bildern Dschungel nicht eine verhurte Katze? Kann ich dir nicht sagen. Kann ich angehen, Alter. Kann ich dir echt nicht sagen, du. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo die Katzen noch nicht so behindert zähmen mussten, sondern noch normalen zähmen konntest. Ja. Da bist du teilweise in den Dschungel gelaufen, da war ein ganzes verhindertes Rudel von diesen Katzen, Alter. Da waren direkt am Dschungel-Eingang schon 8 Stück rumgeturnt. So, ja, dann sehen wir uns Dienstag wieder, würde ich sagen. Boah, 3 Creeper. Ach, dafür haben wir schon ausgemacht. 2. Nee, noch nicht. Machen wir es jetzt. Oder schon über die Abonnenten herziehen und so. Bitte. Die ganzen kleinen Schwuchteln und kleinen Stricher und so.